Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute sind wir auf testedich.de und wir fangen direkt mit Paluten an. Wie gut kennst du Paluten? Hat 4 Sterne, ist für Mädchen und Junge. Erste Frage: Wie heißt der YouTuber Paluten in bürgerlichen Namen? Irgendwas von den beiden. Mit E oder mit A? Ich glaube mit A, da machen wir mal das. Zweite Frage: Wann wurde er geboren? Am 5. Januar 1988 wurde er geboren in Hamburg. Welche Let's Plays macht Paluten am häufigsten? GTA, Minecraft, er macht gar keine Let's Plays. GTA macht er auch oft. Und Minecraft macht er aber öfter. Dritte Frage: Wie lautet sein Spitzname? Paluti, Patti, Mr. Patrick, Palle. Ich würde sagen, ganz klar, Palle. Welcher Spitzname hat sich Paluten selbst gegeben? Pedissel, Pat, Palu. Ganz klar, Pat. Ja, Pedissel. Palle, mehr als 700 Tapirs von. Ich glaube, nein. Ich glaube aber nur. Ich glaube, mache ich nein. Um wie viel Uhrzeit kommt meistens das Format Bed Wars online? Das war immer um 18, 19 Uhr? Oder 18:30 Uhr? Ich glaube 19 Uhr. Auf welcher Plattform streamt er häufig? YouNow, Twitch, YouTube. Zurzeit streamt er gar nicht, also. Aber er hat früher öfter mal auf Twitch gestreamt. Hat sein Kanal mehr als 1 Million Abos? Ja, hat er. Nein, hat er nicht. Vielleicht hat er mehr als 1 Million Abos. Ja, hat er. Hat sein Kanal mehr als 200. Aufrufe. 40 Millionen. Ich glaube schon. Machen wir einfach das. Wenn Palle sein Bad Wars Folge startet, sagt er ein häufiges Begrüßen. Wie laut ist? Moin, moin, hallo, Friends. Hola, hallo, hi. Moin, sagt er mal. Letzte Frage muss jedenfalls Fan wissen. Wie heißt sein Hauswein? Dolan, Edgar, Franz, Depp oder Felix? Ganz klar, Edgar, zu auswerten. Gut, du bist der größte Fan überhaupt. Du kennst dich super mit Pizza aus. Sie haben 12 von 13 Fragen richtig beantwortet. Aber welche Frage haben wir jetzt falsch? Schauen wir nach. Kann man das irgendwo nachschauen? Kann man anscheinend nicht nachschauen. Aber trotzdem, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert nicht vergessen. Und unten in der Infobox ist der Link zu Twitter. Und da könnt ihr uns Fragen stellen unter Hashtag FragConLabs, also wenn ihr ein paar Fragen beantwortet haben wollt, dann haut rein, Leute.